Unsere Geschichte beginnt lange vor den Ereignissen von The Evil Within, in einem kleinen Dorf namens Elk River, in dessen Mitte eine Kirche steht, die Cheddar Hill Church. Doch die friedliche Fassade trügt, denn hinter diesen Mauern gehen finstere Dinge vor sich. Die, denen es möglich war, dieser Gemeinde zu entkommen, bezeichneten sie als den Kult. Die meisten lebten allerdings nicht lange genug, um ihre Geschichte zu erzählen. Menschenopfer gehörten zu den weniger drastischen Vergehen des Kults. In den Kellergewölben der alten Kirche wurden grauenvolle Experimente an Menschen und Tieren durchgeführt. Warum? Die Suche nach Unsterblichkeit, das Erlangen von Macht und Kontrolle. Die Leichen der Opfer wurden an die monströsen Kreaturen verfüttert, die der Kult geschaffen hatte und die langsam zu groß und gewalttätig wurden, um sie im Zaum zu halten. Interessanterweise handelte die Kirche nicht auf eigenes Geheiß. Hinter der Finanzierung der Experimente stand ein internationaler Konzern namens Mobius. Es ist nichts darüber bekannt, wie Mobius und der Kult von Elk River zusammenfanden, aber ihre gemeinsamen Machenschaften sind der Katalysator für alles, was in The Evil Within passieren wird. Die Kirche hatte schon bald keine Zukunft für Mobius' Experimente. Während in den Kellern über ein Jahrhundert lang geforscht wurde, kümmerte sich niemand um den Erhalt des Gebäudes, was letztendlich dazu führte, dass der Boden des Gotteshauses einstürzte und die labyrinthartigen Katakomben darunter freigab, die zu den versteckten Laboren führten. Um die wahre Natur dieser Gemäuer zu vertuschen, veranlasste Mobius sofort Renovierungsarbeiten und achtete darauf, dass alle Arbeiter, die vielleicht etwas sahen, was nicht für ihre Augen bestimmt war, verschwanden. Bis die Arbeiten abgeschlossen waren, sah Mobius sich gezwungen, ihre Forschung an einen anderen Ort zu beheimaten. Noch wichtiger als ein neues Versteck waren neue Versuchsobjekte. Diese wurden in Elk River langsam knapp. Doch lange mussten sie nicht suchen, bis sie genau das oder vielmehr den fanden, nach dem sie suchten. Marcelo Jimenez war ein ambitionierter Doktor der Psychiatrie und Abteilungsleiter im Beacon Mental Hospital in Crimson City. Er wollte das wissenschaftliche Verständnis der menschlichen Psyche von Grund auf revolutionieren und die Behandlung von psychisch Kranken reformieren. Produktiver und effizienter. Allerdings waren seine Methoden extrem. Unethisch und, um ihn selbst zu zitieren, abstoßend. Wie genau seine Experimente aussahen, wissen wir nicht. Und es lässt sich auch nicht mit Sicherheit sagen, wie er und das Beacon Mental Hospital die Aufmerksamkeit von Mobius erlangten. Allerdings können wir davon ausgehen, dass ein Mann namens Ernesto Victoriano dabei eine entscheidende Rolle spielte. Die Victorianos waren eine äußerst wohlhabende und einflussreiche Familie in der Gegend um Elk River und Crimson City. Ernesto, das Oberhaupt der Familie, war ein frommes Mitglied der Cheddar Hill Church. Er war außerdem bekannt mit Marcelo Jimenez und die Victorianos spendeten regelmäßig beachtliche Summen an das Beacon Mental Hospital. Sehr wahrscheinlich wollte Ernesto von Jimenez' neuen Therapiemethoden profitieren, sobald diese perfektioniert und marktfähig waren. Die beiden wurden tatsächlich so enge Freunde, dass Ernesto Marcelo seiner Familie vorstellte, insbesondere seinem 10-jährigen Sohn Ruben, ein Wunder- und Problemkind zugleich. Ruben hatte bereits seine ersten Erfahrungen im Bereich der Neurowissenschaften gesammelt, mit Hilfe von sadistischen Experimenten. Jimenez sah in ihm eine Gelegenheit, die es zu nutzen galt, und so nahm er den jungen Ruben unter seine Fittiche. Mit der Hilfe von Mobius und den finanziellen Mitteln der Victorianos wurde Beacon schon bald zu einem Epizentrum für unmenschliche, genetische und psychologische Forschung. Mobius hatte Cheddar Hill jedoch nicht komplett verlassen. Gemeindemitglieder, welche Verdacht schöpften, wurden für Untersuchungen nach Beacon geschickt und so dauerte es nicht lange, bis bald die ganze Stadt verschwunden war. Mehr und mehr Menschen verschwanden und die Kirche war nicht mehr da, um ihre Schäfchen beisammen zu halten und abzulenken. Die Menschen von Elk River wurden rastlos und paranoid. In ihrer Hilflosigkeit gaben sie denen mit Reichtum und Macht die Schuld an ihrer misslichen Lage. Die Familie Victoriano, die die größten Teile des Landes rund um Elk River gekauft hatte. Der Zorn dieser Menschen gipfelte in einem Anschlag auf die Familie. Sie steckten die Scheune auf dem Anwesen in Flammen und merken dabei nicht, dass Ruben und seine Schwester Laura sich in eben dieser befanden. Und die es merkten,
kümmerte das Schicksal der beiden Kinder nicht. Während Ruben das Unglück, wenn auch schwer entstellt, überlebte, hatte seine Schwester weniger Glück. Laura fiel aufgrund ihrer schweren Verletzungen in ein vegetatives Koma und starb kurze Zeit später. In seinem Zorn und seiner Trauer über den Verlust seiner geliebten Tochter suchte Ernesto nach einem Schuldigen. Und da ihm jeder recht war, fiel sein Hass auf seinen Sohn. Die genauen Gründe dafür sind nicht bekannt. Vielleicht lag es an Rubens grauenvollen Hobbys. Oder es war einfach das Einfachste, dem Kind die Schuld zu geben, das als einziges überlebt hatte. Was auch immer die Gründe waren, seine Strafe war brutal und gnadenlos. Er sperrte Ruben im Keller des Anwesens ein und ging sogar so weit, seiner Frau zu erzählen, Ruben sei ebenfalls verstorben. Dieser allerdings setzte seine Arbeit fort und auch seine Beziehung zu Jimenez blieb bestehen. Ernesto erlaubte es dem Doktor, seinen Sohn mit Testpersonen aus dem Krankenhaus zu versorgen, und während dieser Zeit wurde das erste STEM-System geboren. Um es einfach auszudrücken, die Funktion von STEM ist es, menschliche Gehirne miteinander zu verbinden und dadurch ein geteiltes Bewusstsein zu erschaffen. Weniger simpel sind die Pläne, welche die drei Parteien, die an der Erschaffung STEMs beteiligt waren, mit dem Gerät hatten. Für Jimenez war STEM ein Wunder. Der ultimative Durchbruch in der pharmazeutischen Behandlung psychischer Krankheiten. Für Mobius hingegen war STEM eine Quelle der Macht, mit der sie die gesamte Menschheit kontrollieren und unterwerfen wollten. Ruben allerdings sah STEM als Mittel zum Zweck. Sein Ziel war es nicht einfach nur menschliche Geister miteinander zu verbinden, sondern sie vollständig zu tauschen. Damit wollte er sein Bewusstsein in einen anderen, gesunden Körper implantieren, aber viel wichtiger noch, er wollte es verwenden, um seine geliebte Schwester Laura zurückzubekommen. Mit der Zeit wurde Ruben in seinem Kellerverlies langweilig. Seine Forschung reichte nicht mehr aus. Er begann mehr als nur die nötigen Versuche an seinen Testsubjekten durchzuführen und folterte sie, zehrte von ihrem Schmerz und ihrer Furcht. Er ging so weit, ein Sedativum zu entwickeln, das lähmte, aber nicht betäubte, um seine Patienten bei vollem Bewusstsein zu quälen. Selbst der skrupellose Jimenez befand, dass Ruben zu weit ging. Er tat aber natürlich nichts, um ihn aufzuhalten. Letztendlich entkam Ruben aus dem Keller und seine ersten Schritte in Freiheit trugen ihn ins Schlafzimmer seiner Eltern, wo er beide ermordete. Im Nachgang ließ er den Tod wie einen Autounfall aussehen und trat das Erbe der Familie an. Jimenez versuchte nun, Ruben wieder unter Kontrolle zu bringen und seine eigene Haut vor dem immer größer werdenden Druck seitens Mobius zu retten. Er stellte Ruben den Vorsitzenden der Firma vor und hoffte, dass sich dieser mit besserem Equipment und mehr Unterstützung wieder auf seine eigentliche Arbeit fokussieren würde, nämlich STEM. Leider passierte genau das Gegenteil. Ruben verlangte mehr und immer mehr Testsubjekte. Mobius schien allerdings zufrieden zu sein mit dem, was sie bisher von Rubens Arbeit gesehen hatten und auch mit Jimenez Entscheidung, ihn an Bord zu holen. Sie setzten genug Hebel in Bewegung, um Marcello zum Vorsitzenden der Beacon-Klinik zu machen, jedoch unter der Voraussetzung, dass er seine Forschungsergebnisse in namhaften Publikationen veröffentlichen würde. Da er leider kaum eigene Ergebnisse vorzuweisen hatte, veröffentlichte er Rubens Werke unter seinem Namen. In diesem Prozess stieß er auf Daten und Informationen, die er gegen Mobius verwenden konnte. Die Taten von Mobius und Ruben blieben derweil nicht unbemerkt. Leichen begannen in Egg River aufzutauchen und jede wies Entstellungen chirurgischer Herkunft auf. Die Polizei erklärte sie zu den Opfern eines Serienkillers, aber zwei Personen gelang es, die richtigen Verbindungen herzustellen. Die erste Person war Ivan Diaz, Reporter des Crimson Post. Diaz hatte zuvor über den Kult und die Menschenopfer von Cheddar Hill berichtet und nun richtete sich seine Aufmerksamkeit auf Beacon, da sich dort ein ähnliches Muster auftat. Jimenez wollte den lästigen Journalisten loswerden und lockte ihn in eine Falle. Er bot ihm ein exklusives Interview und überließ ihn dann Ruben und dem STEM. Allerdings sollte Diaz nicht für immer schweigen. Interessanterweise ist er der mysteriöse Mann in der Zelle gleich neben Sebastians im Hauptspiel von The Evil Within. Mit anderen Worten, sollte es einen Menschen gegeben haben, der einen ähnlichen klaren Blick auf die Geschehnisse hatte wie Marcello Jimenez, dann war es Ivan Diaz. Die
Die andere Person war eine namenlose Detective vom KCPD. Wir können an dieser Stelle aber ganz sicher sein, dass es sich dabei um Myra Castellanos handelt, die Ehefrau unseres zukünftigen Protagonisten. Wir wissen nur sehr wenig über Myra, außer dass sie eine zähe, sachliche Frau war und in der Vermisstenabteilung des Police Departments arbeitete. Sie war offensichtlich genug Bedrohung für Jimenez, um ihre Taten bei Mobius zu melden. Diese versprachen ihm, sich um das Problem zu kümmern. Mobius sendete Myra eine Warnung, die sich gewaschen hatte. Sie steckten ihr Zuhause in Brand, in dem sich ihre 5-jährige Tochter Lily befand. Diese sollte das Feuer nicht überleben. Statt von Mobius abzulassen, stürzte sich Myra in ihrer Trauer noch verbitterter in die Ermittlungen auf Kosten ihrer Ehe und der psychischen und physischen Gesundheit ihres Mannes. Sebastian ertränkte seine Trauer über den Verlust seiner geliebten Tochter in Whisky. Aber Myra verfolgte weiterhin Mobius, in dem festen Glauben, Lillys Tod sei kein Unfall gewesen. Letztendlich war sie erfolgreich. Myras Schicksal ist zu diesem Zeitpunkt ungewiss. Sie könnte Mobius infiltriert haben und versuchen, sie von innen heraus zu bekämpfen, oder sie könnte indoktriniert worden sein und gegen ihren Willen dort festgehalten werden. Was auch immer es ist, sie arbeitet auf jeden Fall für sie und genießt vollstes Vertrauen. Über einen Zeitraum von mehreren Monaten berichtete sie tagsüber an Mobius und kehrte abends zu ihrem Mann nach Hause zurück. Letztendlich zog Mobius Myra komplett vom KCPD ab und beauftragte sie damit, einen Ersatz für sich zu finden und auszubilden. Ihre Wahl fiel auf Julie Kidman, welche ihr von einer früheren Verhaftung aufgrund einer Vielzahl von Anklagepunkten bekannt war. Wie sich ironischerweise herausstellte, ist Kidman als Jugendlicher aus Egg River und vor dem Kult von Cheddar Hill geflohen. Den Clown Mobius konnte sie dadurch allerdings nicht entkommen. Stattdessen ging sie einen Handel mit ihnen ein. Sie würde für sie arbeiten, wenn sie im Gegenzug dafür ihre Haftstrafen nicht absitzen müsse. Ihre Ausbildung und Indoktrination wurde von Myra höchstpersönlich überwacht. Doch die Zeit drängte, und so verlief der Prozess nicht so sorgfältig, wie es hätte sein müssen. Julie trat ihren Dienst als Junior Detective beim KCPD an, bevor sie wirklich wusste, wer Mobius waren und was sie von ihr erwarteten. Ungeachtet ihrer fehlenden Erfahrung wurde sie den Detective Sebastian Castellanos und Joseph Oda zugeteilt, welche ihre Ausbildung im Department überwachen sollten. Nachdem Kidman sich eingelebt hatte, verschwand Myra endgültig. In der Zwischenzeit verschlechterte sich die Beziehung zwischen Ruben und Mobius zusehends. Ruben kam dahinter, dass Jimenez seine Forschungsergebnisse für sich publiziert hatte. Um seine Daten und Ergebnisse zu schützen, installierte er ein Sicherheitssystem in STEM, das es unmöglich machen sollte, die Maschine ohne Rubens Gehirnwellen zu aktivieren. Er war außerdem nicht länger auf die Unterstützung von Mobius angewiesen, da sein STEM beinahe fertiggestellt war. Der Durchbruch kam mit Testsubjekt 103, Leslie Withers, ein Patient aus der Beacon Klinik. Seine einzigartige Pathologie machte ihn zum perfekten Host für Rubens Bewusstsein. Alles, was es jetzt noch brauchte, war ein wenig Feintuning. Als Reaktion auf Rubens Ungehorsam übte Mobius starken Druck auf Jimenez aus, seinen Schüler wieder in den Griff zu bekommen. Doch der wusste, dass Ruben sich nicht von Drohungen einschüchtern lassen würde, und so brachte er die Agenten in die Victoriano-Villa, damit sie Ruben mit zurück ins Hauptquartier nehmen konnten. Leider nahmen sie nicht nur Ruben, sondern alles an Dokumenten, Forschung und Informationen, was sie in seinem Labor finden konnten, bevor sie die Villa niederbrannten. Und um das Sicherheitssystem zu umgehen, welches Ruben für die Nutzung vom STEM unverzichtbar machte, entfernten sie einfach sein Gehirn aus seinem Körper. Der Mann, Ruben Victoriano, war tot. Doch sein Bewusstsein, welches Mobius fortan als Ruvik bezeichnen sollte, lebte im STEM weiter. Ein Fehler im System. Ein Geist in der Maschine. Ein Problem war aus dem Weg, doch ein anderes sollte sich bald auftun. Sebastian wurde wahnsinnig nach dem Verschwinden seiner Frau. Obwohl ihre Ehe am Ende und Kollegen davon überzeugt waren, dass Myra ihn einfach verlassen hatte, wollte Sebastian dies nicht akzeptieren. Seine erfolglose Suche nach der Wahrheit ließ ihn paranoid werden und gepaart mit seinem Alkoholproblem machte ihn das zu einer tickenden Zeitbombe.
Seine Angst und sein Misstrauen wurden wenige Monate später bestätigt, als er einen Brief von Myra, geschrieben kurz vor ihrem Verschwinden, erhielt. Zusammen mit dem Brief erreichte ihn ein Paket voller Unterlagen und Notizen von ihren Ermittlungen gegen Mobius und von nun an hatte er ein Ziel. Er musste Mobius finden. Statt die Unterlagen seinen Vorgesetzten zu übergeben und offizielle Ermittlungen anzustoßen, hielt er sie geheim, aus Angst, seine Kollegen könnten korrupt sein. Nicht einmal sein langjähriger Partner Joseph schenkte ihm Glauben. Er tat Sebastians Verdacht als Verschwörungstheorie ab und versuchte, die letzte Stimme der Vernunft in Sebastians Leben zu sein. Aber seine Paranoia geriet außer Kontrolle. Und als seine Ermittlungen immer skrupelloser wurden, sah Joseph sich gezwungen auszusteigen und den Fall der Dienstaufsichtsbehörde zu melden. Der Fall war eindeutig. Detective Castellanos nutzte Ressourcen des KCPDs für unautorisierte Ermittlungen. Des Weiteren gab es Berichte über Drohungen, Einschüchterungen und Anwendung von Gewalt, die von ihm ausgingen. Sein Alkoholproblem fand ebenfalls Erwähnung. Sebastian blieb unbeeindruckt von allen Sanktionen und gab sein Statement ab. Er würde mit den Ermittlungen aufhören, wenn sie abgeschlossen waren, und keine Sekunde früher. Wie weit er tatsächlich kam, ist unbekannt. Wir wissen jedoch, dass Mobius ihn unter ständiger Beobachtung hielt und auch, dass Myra sich regelmäßig nach ihm erkundigte. Mobius verwendeten inzwischen jede verfügbare Ressource, um Stem fertigzustellen. Jimenez entdeckte die Bedeutung von Leslie und dass er der Schlüssel für die Nutzung von Stem war. Er ging noch einmal durch alle Unterlagen Ruviks, um herauszufinden, was sein Schüler ihm noch verschwiegen haben könnte. Dabei entdeckte er Pläne für ein weiteres, ein drahtloses Stem-System, das jeden innerhalb des Frequenzradius hineinziehen konnte. Doch die Organisation kam dahinter, dass Jimenez etwas vor ihnen versteckte und er hatte einmal mehr keine Chance, als ihren Befehlen zu entsprechen und ihnen alles zu offenbaren, was er herausgefunden hatte. Er erklärte ihnen, was Leslie besonders machte und dass die erfolgreiche Synchronisation mit Ruvik auf ein bestimmtes Trauma zurückzuführen sei, den Verlust der eigenen Familie. Doch aufgrund von Leslies diversen psychischen Krankheiten und seiner eingeschränkten Fähigkeit zur Kommunikation brauchte Mobius einen weiteren Schlüssel zur Kontrolle von Stem, einen, der die Maschine von Ruvik befreien und das System stabilisieren konnte. Wie sich herausstellte, befand sich die Lösung des Problems die ganze Zeit vor ihren Augen. Myra und Sebastian Castellanos, die ihre Tochter bei einem Hausbrand verloren. Myra war aber inzwischen viel zu wertvoll für die Organisation, um sie den Gefahren, die im Stem lauerten, auszusetzen. Sie konnten viel besser zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, indem sie Sebastian hineinschickten. So arrangierten sie alles, um ihn in Beacon in eine Falle zu locken. Der Großteil der Belegschaft wurde hingerichtet und ein Polizeiruf abgesetzt. Das Ziel war es, Sebastian an Stem anzuschließen und ihn dazu zu bringen, Ruvik aus dem System zu entfernen. Der Plan schlug fehl. Jimenez führte auf eigene Faust Tests mit dem drahtlosen Stem durch, aktivierte dieses und wurde zusammen mit Leslie hineingezogen. Vom Signal wurden auch die drei Detectives auf ihrem Weg zur Beacon-Klinik erfasst. Sebastian, Joseph und Kidman. Und an dieser Stelle beginnt das Spiel.